Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal zum Antrag der AfD. Hier beschäftigen wir uns, wie wir es eben schon gehört haben, bereits zum vierten Mal, ich habe mir es genau angesehen, mit dem Thema Schulpflicht. Es ging einmal um den Heimunterricht, es ging dann um das generelle Aussetzen der Schulpflicht, heute das pandemiebezogene Aussetzen der Schulpflicht. Wir haben, und das war der Großen Koalition sehr wichtig, einen Antrag vorgelegt und da möchte ich schon deutlich machen, ja, der kam relativ spät, aber es war noch in der Frist. Vor 17 Uhr wurde dieser Antrag von uns eingereicht beim Landtag und uns war es wichtig, den Fokus mal nochmal auf das zu legen, was in dieser Debatte wichtig ist. Und das ist die aktuelle Situation in den Schulen vor Ort. Und dort möchten wir gemeinsame Antworten liefern und uns dieser Debatte auch stellen. Zur Schulpflicht. Wie eben bereits ausgeführt, in Paragraphen 1 des Schulpflichtgesetzes wird sehr deutlich ausgeführt, was seit Jahrzehnten uns in Deutschland stolz macht und in den meisten Ländern auch seit vielen, vielen Jahrzehnten, das ist das Recht auf Bildung. Und dieses lassen wir uns von niemandem wegnehmen, auch nicht in der Zeit der Pandemie. Ich möchte aber einleitend grundsätzlich darstellen, was der wichtigste Auftrag von Schule ist. Und das ist eindrucksvoll dargestellt in ganz vielen Passagen unserer 5 großen Schulgesetze. Das ist der Erziehungs- und Bildungsauftrag. Nichts anderes hat die höchste Priorität in unseren Schulen. Und das dürfen wir auch in dieser Zeit nicht verkennen. Und ich möchte eins an der Stelle auch noch sagen, beziehungsweise zustimmen. Schule hat sich in den vergangenen Jahren, Bildungseinrichtungen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Wir haben viel mehr Aufgaben im Bereich des sozialen Miteinanders, im Bereich des sozialen Lernens. Und da haben wir gerade hier im Saarland, in der Großen Koalition, in den letzten Jahren sehr, sehr viele Lösungsansätze gefunden, die ich an verschiedenen Stellen immer wieder ausgeführt habe. Und ja, und das beschäftigt mich, und deshalb verstehe ich es auch, wenn solch eine Debatte auch emotional geführt wird. Und ich glaube auch, und da möchte ich auch eine Antwort liefern, auch die Schärfe, die an der einen oder anderen Stelle an den Tag gelegt wird, sollte uns auch zum Nachdenken bringen. Da nehme ich mich nicht außen vor. Aber das haben wir gerade gestern in der Podiumsdiskussion in der GEW, und da muss ich wirklich ganz klar zum Ausdruck bringen. Ich finde es toll, dass in dieser Zeit es selbstverständlich ist für unsere Bildungsministerin, dass sie sich in diese Debatte mit der GEW, mit den bildungspolitischen Sprechern der entsprechenden Fraktionen, die gestern dort vertreten waren, nur eine Fraktion hat da auch gefehlt, sich eingebracht hat, sich den Fragen gestellt hat und dort entsprechende Antworten auch geliefert hat. Also von daher ein gutes Signal von Ihnen, Frau Ministerin. Was mich vergangene Woche auch in der Berichterstattung bei uns im Ausschuss, auch da war die Ministerin zum ersten Tagesordnungspunkt da und hat die aktuelle Situation dargestellt, die Zahlen analysiert und sich auch den aktuellen Debatten gestellt, den vielfältigen Debatten gestellt. In der aktuellen Situation hat mich da wirklich ein Bericht zum Nachdenken gebracht. Im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten, wir haben schon oft darüber gesprochen, wurde bestätigt, dass aktuell kein Platz mehr in unseren Schulen ist, weil es schlichtweg im Moment sehr schwierig ist, für die Kolleginnen und Kollegen den Themen Inklusion, Heterogenität auch gerecht zu werden, wie es vorher war. Und das sollte unser Ziel sein, dass uns das nächstes Jahr auch wieder gelingt und das wird uns auch gelingen. Seit März befinden wir uns in einer Krise. Und diese Krise ist mit voller Wucht in den Schulen angekommen. Wir haben dann sukzessiv gelockert, auch im Bereich der Schulen nachgesteuert. Und
in den Sommermonaten ist die Pandemie zunehmend ins Hintertreffen, in den Köpfen geraten. Da nehme ich auch mich nicht außen vor. Man hat es vielleicht nicht mehr so im Fokus gehabt. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die pädagogischen Fachkräfte, die haben vor Ort eine völlig andere Situation gehabt. Problemfelder, die man vorher nicht kannte, und haben auch Lösungen mit dem Bildungsministerium und mit der gesamten Landesregierung erarbeitet. Und jetzt im Oktober ist gerade in den Schulen, in den Kitas, die Pandemie mit voller Wucht wieder zurückgekehrt. Und wir müssen Lösungen finden. Und ich glaube, die Landesregierung insgesamt kann zu Recht stolz sein, was in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam auf den Weg gebracht wurde. Es wurde gemeinsame Hygienekonzepte auferlegt, Lüftungskonzept, Wegekonzept. Aber auch, und auch hier wird sich nicht weggeduckt, der Finanzminister ist direkt in die entsprechenden Aussprachen, in die entsprechenden Beratungen gegangen und es wurde ein zweites Maßnahmenpaket. Nach dem Maßnahmenpaket, das wir im Juni schon vor den Sommerferien präsentieren konnten, kam ein zweites Maßnahmenpaket. Zusätzliche Aufstockung der mobilen Lehrerreserve, Verstärkerbusse, unterstützendes Personal in FGTS und Kita. Das sind Botschaften, wo wir als Große Koalition in der Landesregierung zu Recht drauf stolz sein können. Thema mobile Lüftungsgeräte. 4 Millionen Euro aus dem Budget der Landesregierung angestoßen vom Innenminister, aber letztendlich von allen mitgetragen. Auch hier lohnt sich der Blick mal in aktuelle Zahlen. Und da kann ich nur sagen, Thema RKI, das, was hier als Grundlage immer wieder auch angeführt wird in den Debatten, das ist von April, Mai, das ist mittlerweile veraltet. Im Bereich der Lüftungskonzepte gibt es eine ganz tolle wissenschaftlich gut begründete Analyse des Max-Planck-Institutes, der Universität, der Bundeswehr und auch anderer Hochschulen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und die ganz deutlich zum Ausdruck bringen, diese Lüftungsgeräte bringen was. Und deshalb brauchen wir sie in unseren Bildungseinrichtungen. Wir werden weiter diesen Weg des Gesundheits- und Arbeitsschutzes verfolgen. Das ist uns verdammt wichtig. Ein weiteres Programm, 20 Millionen für bauliche Maßnahmen, um im Bereich der Fenster nachzurüsten, wenn ein Fenster sich nicht richtig öffnen lässt. Aber auch andere bauliche Maßnahmen, die sehr schnell umgesetzt werden können. Und wir wissen von unseren Schulträgern, dass hier entsprechend reagiert wird. Zu den Infektionszahlen. Ja, es wird immer wieder auch an vielen Stellen betont, das Infektionsgeschehen ist in unseren Bildungseinrichtungen gering. Aber dass es definitiv auch zu 100% belegt ist, dieser Beweis bleibt aus. Ich glaube auch, in den Gesprächen mit den Gesundheitsämtern wird schon sehr deutlich, dass ganz, ganz gering nachgewiesen werden kann, und das ist auch gut so, dass Infektionsherde in den Bildungseinrichtungen auftreten. Aber was ich damit sagen will, das Personal in unseren Bildungseinrichtungen ist verängstigt, macht sich Sorgen, macht seit Monaten einen tollen Job. Und ich möchte an der Stelle allen, die tagtäglich dort an der Front stehen und ihren Dienst tagtäglich machen, ein Riesenkompliment aussprechen und mich bei allen bedanken dafür, was in den letzten Wochen und Monaten geleistet wird und alle motiviert nach vorne schauen. Vielen Dank dafür. Thema FFP2. Ja, das ist eine Debatte, die seit einigen Tagen geführt wird. Im Übrigen nicht nur bei uns, in den meisten Bundesländern. Und es ist gut, dass auch hier sich zusammengesetzt wird, einheitliche, transparente Lösungen gesucht werden. Aber es wird nicht die Lösung geben, die ein Freibrief ist, sondern wir sind, ich möchte es nochmal betonen, wir befinden uns in einer Krise. Und daher brauchen wir individuelle, flexible Lösungen, die vor Ort ankommen. Und unsere Lehrkräfte, unsere Erzieherinnen und Erzieher und das gesamte pädagogische Fachpersonal hat es verdient, hier wertgeschätzt zu werden und den bestmöglichen Gesundheits- und Arbeitsschutz zu erhalten. Und von daher ist der Ansatz, freiwillig
FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen, genau der richtige Ansatz. Und dafür werden wir weiter auch eintreten. Im Übrigen, am gestrigen Tag hat die KMK-Präsidentin und Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz ein Maßnahmenpaket von 1 Million Euro auf den Weg gebracht. Jede Schule erhält ein Paket an Visieren, ein Paket an FFP2-Masken für die Lehrkräfte, die sagen, ich möchte noch besser geschützt werden. Und diesen Weg, glaube ich, sollten wir hier im Saarland auch gehen. Zum Präsenzunterricht. Ja, der Präsenzunterricht hat gerade in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass es wichtig ist, in der Präsenz mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten. Und der Bereich des digitalen Lernens gerade in dieser Zeit eine Notlösung ist. Aber wir müssen auch in der Krise über Notlösungen nachdenken. Und ich erinnere wieder an den Erziehungs- und Bildungsauftrag, den wir im Blick haben müssen. Wir müssen auch jetzt daran denken. Wir werden nicht im Januar, Februar oder März mit allem beendet sein, beziehungsweise wieder in den Normalmodus kehren, sondern wir müssen im Blick haben, wie sieht es mit den Abschlüssen aus? Wie sieht es mit den Übergängen aus? Wie sieht es mit dem Lernstoff, mit den Lehrplänen aus? Von daher brauchen wir hier individuelle und schnelle Lösungen. Im Rahmenplan und im Übrigen auch in unserem Antrag ist von daher aufgezeigt, dass es hier Alternativen gibt, die in den letzten Wochen und Monaten erarbeitet wurden. Die Schulen haben hier sehr, sehr gute Ideen und von daher auch hier die Anregung, wie im Übrigen auch gestern, das war ein Paket in Rheinland-Pfalz, dass wir den Bereich Wechselunterricht und Hybridunterricht, und dieser Satz, den möchte ich sehr deutlich sagen. Wechselunterricht und Hybridunterricht ist kein Schließen einer Schule, sondern das ermöglicht, die Lerngruppe zu verkleinern und den Schulbetrieb dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und deshalb sollten wir darüber nachdenken. Und an dem Punkt, gerade die Schulleitungen sollten hier mitgenommen werden, beziehungsweise auch die Beinfreiheit und die Flexibilität erhalten, um Erfahrungen zu sammeln, die wir vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten brauchen. Und von daher auch hier an der Stelle ermöglichen, standortbezogen und flexibel auch den Hybridunterricht einzuführen. Herr Wagner, Ihre Redezeit ist auch schon abschließend überschritten. Bitte ich darum, unserem Antrag der Koalitionsfraktionen zu folgen, dass es wichtig ist, den Bildungsauftrag auch weiterhin mit einem pandemiebezogenen Unterricht gerecht zu werden und die Abstimmungen der Gesundheitsbehörden auch genauso weiter zu verfolgen. Hier brauchen wir eine gute Kommunikation, um für transparente, einheitliche Lösungen, und da wurde in Zusammenarbeit zwischen Bildungsministerium und Gesundheit ein guter Job gemacht. Vielen Dank. Ich muss Ihnen sonst das Wort entziehen. Gut.